Hey Leute, willkommen zurück in einem neuen Video hier bei StreamOptics. Es wird einfach mal wieder Zeit, über eine Kamera zu sprechen. Und in dem Fall über eine super kleine, aber sehr spannende Blockkamera von Marshall, und zwar die CV420NE, die wir mittlerweile bei uns in unserem Setup verwenden. Und gleichzeitig ist das auch eine Kamera, die wir mobil benutzen, wenn wir unterwegs sind. Warum? Wir haben nach einer kleinen Kamera gesucht, die wir im Grunde genommen für statische Aufnahmen verwenden möchten. Beispielsweise eben in Interviewformaten. Da stellen wir die Kamera hin und haben eine totale. Und darüber hinaus sollte diese Kamera dann im Optimalfall über NDI verfügen und natürlich auch vernünftige Bildqualität liefern, damit das Ganze dann optimal in unser Setup integriert werden kann. So, und da haben wir uns dann am Ende eben für die CV420NE entschieden. Und ich bin tatsächlich ziemlich begeistert von dieser kleinen Kamera, weil sie ist, ich meine, viel kleiner geht nicht und sie bietet insgesamt schon ziemlich viel. Was genau? Darüber sprechen wir heute auf jeden Fall. Genauso sprechen wir darüber, was alles in der Verpackung enthalten ist. Wir sprechen natürlich noch über die einzelnen Spezifikationen dieser Kamera und dann zeige ich euch mal ein paar Aufnahmen, anhand dessen ihr entscheiden könnt, ob die Marshall CV420NE vielleicht auch etwas für euch ist. In diesem Sinne, let's go! Marshall CV420NE Kompakt 4K Kamera mit NDI HX3. Ja, schauen wir mal genau, was alles im Verpackungsinhalt vorhanden ist. Und da finden wir zunächst einmal die Fernbedienung, mit der wir die wichtigsten Sachen einstellen möchten, sofern wir das nicht über die Browser-Oberfläche machen. Ja, dann haben wir nochmal einmal so ein bisschen Werbung von Marshall mit einem kleinen Flyer. Wir hätten, und ihr seht das jetzt schon, wir haben noch gar nichts ausgepackt, weil wir das Ganze über NDI betreiben. Das heißt, Stromversorgung erfolgt über ein Netzwerkkabel. Wir hätten ansonsten aber natürlich noch die Stromkabel. Und das Ganze dann eben nicht nur für den europäischen Markt, sondern auch noch für den amerikanischen Markt. Sodass wir die Kamera auch von überall nutzen können. Und noch ein Mount, mit dem wir das Ganze dann zum Beispiel auf einem Tisch befestigen können oder irgendwo anders. So als kleines Zusatzgimmick. Finde ich übrigens auch ganz cool, denn dann könnte man notfalls auch sagen, wir nutzen diese Blockkamera auch so als Art, ich will nicht sagen Webcam, aber zumindest kann man sie auf einem Monitor befestigen. Das war's ansonsten in Sachen Verpackungsinhalt. Spannend oder spannender ist natürlich auch nochmal der Punkt Verarbeitungsqualität. Ich hatte schon mal in den vorherigen Videos erzählt, dass Blockkameras sehr kompakt gebaut sind und auch extrem robust. Und das ist bei der CV420NE genauso der Fall. Also das Ding, das ist massiv gebaut, das Gehäuse ist richtig dick, das kleine Teil wiegt auch ein bisschen was, denn das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile dieser Kameras. Die müssen ja ein bisschen beständiger sein und müssen auch ein bisschen was aushalten. Und wenn diese Kamera einmal runterfällt, dann ist im Zweifel nicht so viel kaputt. Während herkömmliche PTZ-Kameras zum Beispiel, wenn die runterfallen, könnte ein Problem werden. Aber das haben wir hier eben nicht. Sprechen wir mal über die Anschlüsse. Wir haben hier einmal den Stromanschluss, sofern wir das Ganze eben nicht über PoE betreiben. Wir haben den NDI-Anschluss, zeitgleich dann eben PoE. Wir haben einen USB-Anschluss, um Firmware-Updates vorzunehmen und einen HDMI-Anschluss, sofern wir das Ganze auch über HDMI betreiben möchten, denn das kann diese Kamera ebenfalls. Und das habe ich jetzt natürlich auch noch vergessen. Wir haben natürlich noch einen Audio-In-Anschluss, ja, sofern auch das irgendwie erforderlich sein sollte. Für so eine super kleine Kompaktkamera sind das auf jeden Fall aus meiner Sicht genug Anschlüsse, um damit vernünftig zu arbeiten. Und es ist so ein Thema, was natürlich speziell nach Setup unterschiedlich ausfallen kann. Aber wenn man NDI benötigt, nutzt man im Zweifel sowieso nur NDI. Und mehr brauchen wir hier bei dieser Kamera gar nicht. Und das ist auch das, was für uns eben wichtig war. Und dementsprechend sind Stromanschluss und so weiter gar nicht wirklich erforderlich bei uns, aber trotzdem schön zu sehen, dass die ebenfalls vorhanden sind. Vorne seht ihr übrigens noch etwas, was ich gerade nicht angesprochen hatte, und zwar könnt ihr diese Geschichte hier vorne drehen und dann könnt ihr den Fokus anpassen.
Ich lasse das jetzt aber mal, weil der Fokus gerade optimal passte und ich jetzt keine Lust habe, das Ganze nochmal zu verstellen. Denn es kann sein, dass ich das im Vorfeld schon mal getan habe. Bei den anderen Marshall-Kameras in den alten Videos habe ich mal drüber gesprochen, dass die sich etwas haben einfallen lassen in Bezug auf Temperaturen. Und auch hier, ich glaube, das sieht man ganz gut, seht ihr diverse Luftöffnungen auf beiden Seiten. Und das ist wieder einmal dafür, um die Temperatur niedriger zu halten. Und ich wiederhole mich hier an dieser Stelle, auch diese Blockkamera ist relativ kühl geblieben, obwohl wir sie ziemlich lange in Benutzung hatten. Und da hatten wir auch schon die ein oder andere Blockkamera bei uns, die, ich will es nicht übertreiben, aber wirklich kochend heiß wurde. Ich glaube immer noch, dass das ein Thema ist, was bei bestimmten Kameras in Zukunft spannender wird, weil diese Temperaturgeschichte nicht zu vernachlässigen ist, meiner Meinung nach. Aber vielleicht bin ich da auch komplett auf dem falschen Weg. Wir werden es auf jeden Fall irgendwann mal sehen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass diese Kameras nicht so heiß werden. Als nächstes sollten wir dann mal über die technischen Aspekte sprechen. Die Marshall CV420 verfügt über einen 1.8er 9,2 Megapixel Sensor. Wir können eine Auflösung von bis zu 4K mit 60 Bildern pro Sekunde nutzen. Angeschlossen wird die Kamera entweder über HDMI, USB 3.0 oder NDI. Und ich meine, das ist dann dementsprechend auch klar, die Kamera verfügt ebenfalls über PoE+. Ich glaube, das ist so ein typischer Satz, den ich schon häufiger hier in den Videos gesagt habe. Aber super viele Möglichkeiten in so einem kleinen Teil. Wir schauen uns jetzt als nächstes mal die Bilder an, die diese Kamera liefert, und ihr könnt am Ende ja selbst entscheiden, ob das vielleicht etwas für euch sein könnte. So, meine Freunde, ich denke, das sollte reichen, um den Eindruck zu bekommen, wie gut die Marshall CV420 am Ende aussieht. Ich habe jetzt hier ein etwas dunkleres Setup ausgesucht, damit wir auch erkennen, wie gut die Kamera in dunklen Setups performt. Denn für den einen oder anderen ist das tatsächlich auch ein Kriterium, was sehr wichtig ist. Im Zweifel hat man ja immer sehr gut beleuchtete Studios, aber wie sieht es aus, wenn das eben nicht der Fall ist? Und da muss ich sagen, finde ich die Marshall CV420 NE ganz gut. Insgesamt muss man natürlich sagen, ist man bei dieser Kamera im Vergleich zu PDZ-Kameras, über die wir ja hier sehr häufig sprechen, ein bisschen eingeschränkter. Wir haben also keinen optischen, sondern nur einen rein digitalen Zoom. Und der ist erfahrungsgemäß nicht ansatzweise so gut wie eben ein optischer Zoom. Aber wir haben zumindest auch die Option. Und eine Sache, die ich gerade vergessen habe, und das sehe ich nämlich jetzt, wir haben auch ein Telly-Light. Das heißt, wenn wir überlegen, diese Kamera in so ein Setup zu integrieren, dann haben wir hier eben noch besondere Features, beziehungsweise wir haben eben alles, was wir benötigen, um das Ganze eben wirklich sinnvoll einzurichten. Und ein Telly-Light ist hier eben unabdingbar, wenn es um professionellere Produktionen geht, zumindest wenn ihr mich fragt. Ansonsten haben wir natürlich die wichtigsten Anschlüsse. Hier natürlich auch wieder ganz klar einschränkend zu sagen, ihr müsst natürlich dann sagen, hey, wir nutzen HDMI oder NDI. Wenn ihr jetzt SDI haben möchtet oder vergleichbare Sachen, dann ja, seid ihr hier falsch. Aber das ist eben diese Sache, man muss sich im Vorfeld mit den einzelnen Kameras beschäftigen und sich Schwerpunkte setzen. Und wenn man sagt, so wie jetzt bei uns, wir möchten NDI-Kameras nutzen, dann habt ihr mit der 420 NE eine ziemlich gute Wahl getroffen. Aus meiner Sicht ist diese Kamera optimal für Szenarien gedacht, in denen es um ein statisches Bild geht. Interviewformate, Podiumsdiskussionen, aber vielleicht auch Sportveranstaltungen, wo ihr zum Beispiel eine Box
aufnehmt und wo dann einfach nicht mehr so viel passiert. Ihr seht also quasi all das, was in dieser Box passiert, also jetzt beispielsweise Tischtennis oder auch Squash oder Badminton. Dann muss diese Kamera auch nicht irgendwie angepasst werden, indem zum Beispiel reingezoomt wird oder rausgezoomt wird, sondern wir profitieren von dem einen statischen Bild, was eine sehr gute Qualität liefert. In diesem Sinne, ich denke, das sollte ausreichend genug sein zum Thema Marshall CV24 NE. Wie sieht es aus? Nutzt ihr Blockkameras oder interessiert ihr euch für diese Kameratypen? Meldet euch gerne mal bei uns oder schreibt es in die Kommentare. Das würde uns ungemein freuen. Und alternativ, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Ich hoffe, ich sehe euch auf jeden Fall in einem neuen Video und würde sagen, Stream Optics out.